Danke, danke, danke. Seit vielen Jahren organisiert die katholische Frauenbewegung in der Vorosterzeit in ganz Österreich das sogenannte Fastensuppenessen. Teilen macht stark, lautet das Motto, und so war es auch in Kitzbühel. Nach dem Besuch der Abendmesse ging es ins Hotel Tiefenbrunner, um im Maria-Marmoser-Saal die einfache Fastensuppe zu verkosten und die Bitte zu erfüllen, macht die Spendentöpfe so voll wie die Suppentöpfe. Mit den zum Teil großzügigen Geldspenden werden Projekte in der dritten Welt unterstützt. Luise Ruppert ist hier in Kitzbühel dafür verantwortlich. Seit wann machen Sie das schon? Wir machen das schon mehr als 10 Jahre hier in Kitzbühel. Und insgesamt gibt es diese Aktion seit 1958. Und hier wird Geld gesammelt. Für was wird dieses Geld verwendet? Das Geld wird gesammelt für Projekte in Asien und Lateinamerika, großteils Frauenprojekte und heuer unter dem Motto Bildung für alle, eine globale Herausforderung. Weil noch immer Frauen besonders in der Bildung benachteiligt sind, ist es uns ein großes Anliegen, Frauen zu unterstützen und zu stärken, dass auch sie Bildung haben und ihr Leben dadurch verbessern können. Macht den Spendentopf so voll wie der Suppentopf. Sind Sie zufrieden gewesen mit den Ergebnissen in den letzten Jahren? Ja, eigentlich schon. Obwohl immer große Katastrophen gerade zu dieser Zeit auch waren, wo natürlich viele Organisationen sammeln. Unsere Einnahmen sind etwas zurückgegangen, aber Gott sei Dank nicht mehr, sodass wir unsere Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, die Projekte weiterhin unterstützen können. Ich sehe hier vorne liegen einige Kochrezepte für Suppen. Wird das auch verteilt? Ja, das wird auch verteilt an die Besucher und Besucherinnen als Dankeschön für ihre Spende. Und es werden ja fast in allen Pfarren und Gemeinden Suppen gekocht, auch von Frauen, teilweise auch von Köchinnen wie Frau Meier in Salzburg oder beim Stanglwirt. Ja. Ja, Maria Brunner ist die Gastgeberin des Fastenessens. Früher wurde ja die Suppe am Hauptplatz ausgeschenkt und jetzt bei dir da unten im Hotel Tiefenbrunner im Marmosersaal eine großherzige Spende. Was gibt's für Suppe? Eine Kartoffelsuppe, eine gebundene Kartoffelsuppe. Und haben sich da die Damen von der katholischen Frauenbewegung gefragt, ob du das machst oder ist das von dir gekommen? Hast gesagt, ihr dürft nicht mehr in der Kälte draußen stehen, ihr sollt zu mir reinkommen. Nein, sie haben mich schon gefragt. Und ich habe es ihnen aber auch angeboten, das war anlässlich der 200-Jahr-Feier. Und dann habe ich gesagt, kommt doch, machen wir es einmal bei uns. Und das hat sich jetzt schon so eingebürgert, das ist heute das dritte Mal. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr wiederkommt.